Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Friedrich Ratzel, Die Halligen. Die Halligen sind Reste des durch Sturmfluten und Eisgang zerrissenen Marschlandes, die durch Gezeitenströmungen auseinandergehalten werden. Ohne Dünen und Dämme schutzlos den Wellenpreis gegeben, verkleinern sie sich seit Jahren, und nur wenige, die durch Dämme an andere Inseln oder an das Festland angeschlossen werden konnten, wachsen mit dem Schlick, der sich hinter den Dämmen sammelt. Eine Hallig steigt mit 1,5 bis 1,5 Meter hohen, meist steilen Wänden aus dem Wattenmeer und trägt, solange sie den Überflutungen ausgesetzt ist, einen feinen, gleichmäßigen Grasbewuchs, der stärker, aber auch rauer wird, sobald sie trocken liegt. Wie eine lachende Oase liegt eine solche grüne Hallig in dem grauen Wattenmeer. Den Boden bildet der feine, sandfreie Ton und Lehm der Marsch. Diese kleinen Inseln durchziehen und durchschneiden oft von Rand zu Rand Rinnen, in denen sich das Flutwasser bewegt, und in Vertiefungen stehen kleine Tümpel. Jede Sturmflut reißt Stücke von den Halligen ein, und nur wenig vermag hier der Dammbau. Manche, die einst bewohnt waren, sind jetzt unbewohnt. Vogelinseln.